hier ist Ronja und die Izzy und ich machen heute eine weitere Minecraft-Challenge. Und zwar, vielleicht habt ihr das bei ihr schon gesehen, aber man hat drei Items und es gibt bestimmte Missionen, die man erfüllen muss. Wir haben heute, am Strand wohnt eine Familie Schildkröten ohne Zuhause. Baut ihnen einen schönen Ort, an dem sie Eier legen können. Ihr habt drei Items, die ihr benutzen könnt. Alle anderen sind verboten. Und was für Items dürfen wir heute benutzen? Oh, warte, gute Idee. Da könnten wir ja vielleicht schon mal... Also das heißt für die Zuschauer, wir dürfen auch nichts, was wir abbauen. Wir dürfen, wenn wir was abbauen, müssen wir das wegtun, beziehungsweise wir müssen es nicht zwingend wegtun, aber wir dürfen es halt einfach nicht benutzen. Wir haben heute Holz, Eisen und Seegras, wahrscheinlich um die Schildkröten zu füttern. Oh, was zu essen? Was? Traumjäger. Kann man das essen? Wahrscheinlich nicht. Echt Eisen? Das ist ja cool. Eisen. Da können wir... Okay. Oh, guck mal, da sind ganz viele Fische. Oh, stimmt. Lass mal anschauen. Wieso schwimmen die da oben? An der Wasseroberfläche. Hallo Fische! Die sind voll hübsch! Guck mal, die hüpfen richtig mit! Guck mal, wenn du beim Delfin bist, dann kannst du schneller schwimmen, weil er gibt dir Gunst des Delfin. Ah, guck mal, die Fische! Ja! Oh, aber der ist voll schnell! Der rast hier voll durch seinen kleinen Pool! Auf jeden Fall! Wir sollten ihm eigentlich so einen Weg bauen, dass er ins Meer kommt. Ja, wollen wir hier aufbauen, damit er ins Meer schwimmen kann? Ja, das machen. Ich baue eine Werkbank, die können wir ja machen aus Holz, das dürfen wir. Und dann können man darf nämlich immer die Bestandteile benutzen. Also aus Holz, wir können jetzt Werkzeuge machen. Hier ist eine Schaufel für dich. Die Sachen, vielen Dank. Warte, ich baue mir noch hier ein paar. Also wir dürfen abbauen, aber wir dürfen die abgebauten Sachen nicht benutzen. Korrekt, das ist, was ich sagen wollte. Wunderschön ausgedrückt. Okay, ich habe schon mal angefangen, hier so ein bisschen den Weg frei zu schaufeln für den kleinen Delfin. Für den kleinen Delfin. Hier Spitzhacke brauche ich nämlich. Schaufel brauche ich auch. Das reicht erstmal. Schaufel habe ich dir schon gegeben. Achso, Schaufel, das stimmt. Ja. Mhm, jetzt habe ich zwei. Ja, wenn eine kaputt geht. Die gehen ja auch schnell kaputt, genau, richtig. Ja. Das ist ja, ne? Ich mache mal hier ein bisschen tiefer, damit der Delfin auch rauskommt. Ja, das ist eine gute Idee. Weil sonst ist das dem, glaube ich, zu flach. Warte, da ist eine Unterwasserruine. Wo? Da hinten. Nein. Doch, wirklich, guck mal da hinten. Da ist so eine Unterwasserruine. Komm mit. Meinst du, da wohnen die Schildkröten? Vielleicht. Kommst du mit? Ich komm mit. Ich bin hinter dir direkt. Wir können zwar nichts aus dieser Ruine benutzen, aber ich habe wirklich grüne Sohlen. Du hast grüne Sohlen. Wo ist sie denn jetzt? Oh, du musst kurz auftauchen. Du bist gelogen, hier ist gar keine Ruine. Da ist sie doch. Doch, da vorne. Wo? Hier sind noch mehr Fische. Oh ja, da. Aber jetzt, ich glaube, wir sollten wieder an Land. Ich glaube, sonst wird das zu spät, oder? Ich geh zur Unterwasserruine. Bist du in der Wasserruine? Ja, weil sonst schaffen wir das mit den Schildkröten nicht mehr. Oh, da ist der Delfin gerade hinten aus dem Wasser gehüpft. Der Delfin? Ja, der ist da. Macht Kunststückchen, okay. Warte mal, ist der an Land? Da stirbt der. Der ist nicht an Land. Nein, der ist nur gehüpft. Der ist im Wasser immer so ein Sprung hoch. Okay, jetzt müssen wir den irgendwie durch unseren Graben. Warte, hier ist so ein roher Kabel. Ja, willst du den nehmen? Dürfen wir den benutzen, technisch gesehen? Ich sag Naja, du benutzt ihn ja nicht. Du hast ihn ja nur nach. Ich habe ihn in der Hand. Ja. Delfin, komm. In die Freiheit. Warte, hier ist ein dicker Block noch. Komm mit, Delfin. Hallo. Komm, Delfin, hol dir das Seegras. Guck mal, hier, Seegras. Ach, egal, wenn er raus will, dann kommt er raus. Okay, er wird es schon hinkriegen. Ja, egal. Er hat jetzt die Möglichkeit. Wo sind die Schildkröten? Um die Schildkröten. Wo sind sie? Und zwar hatte ich da hinten auf der Insel welche gesehen. Jedenfalls in der Nähe. Insel. Du meinst da hinten? Ja, richtig. Okay. Da sind Schildkröten gewesen. Hier sind welche. Ah, du hast welche? Ja, ich hab welche. Da. Ja, siehst du mal. Also nicht auf der Insel. Welche, ja, technisch gesehen auf der Insel. Dann können wir nämlich welche füttern auf jeden Fall schon mal, damit die, die müssen ja erstmal Eier ausbrüten. Stimmt. Das dauert ja eine Weile, aber da brauchen wir zwei Schildkröten. Hier ist sogar noch eine. Guck mal hier. Schildkröte, komm her. Nicht weglaufen. Komm her. Da ist noch eine. Im Wasser. Oh ja. Hier sind voll viele. Aber schau, die sind alle im Wasser gewesen. Kann man die... Nee, wir haben kein Seil, gell? Wir haben... Keine Leine. Die folgt mir, wenn ich Seegras in der Hand habe. Das heißt, ich kann die jetzt vielleicht zueinander locken. Ich habe ein Schildkrötenbaby gemacht. Die legen nachts haben Eier oder sowas. Okay, das heißt, deswegen müssen wir denen wahrscheinlich eine kleine Unterkunft bauen. Ja, damit sollten wir langsam mal anfangen, oder? Oh ja. Okay, Holz. Wir haben ja nur Holz. Wir müssen irgendwas Holziges machen. Sonst wird es schwierig. Okay. Hier ist... Rotenholz. Hier, wollen wir hier direkt... Lass mal ein Haus bauen für die. Wir brauchen ja eigentlich nur, damit da keine Zombies, Füchse oder sowas kommen. Achso, du machst es aus dem Holz, nicht aus den Planken? Ich mache mit Holz so eine Umrandung und mit Planken würde ich so reinbauen, wenn das okay ist. Ja, ja, sicher.
Ich weiß nur nicht, wie deine Vision ist. Deswegen wird es vielleicht ein bisschen hässlich, wenn ich mitbaue. Nein, naja, du kannst schon mitbauen. Also. Ich baue schon mit, ja, aber es wird nur hässlich, sage ich. Okay. Wir können ja quasi so einen Stall machen. Auf der einen Seite machen wir sowas Offenes, genau. Und du kannst ja das Haus machen. Ich baue dann hier so eine Art mit Zaunen und so. Ich mache hier erstmal dicht zum Rest der Insel, damit hier keine Füchse oder sowas kommen. Yes. Und dann, gute Idee. Die wollen ja am Strand Eier legen, richtig? Oh, guck mal, die hat schon Eier gelegt. Haben sie schon? Ja. Die müssen wir protecten, die Eier. Okay, genau. Dann heißt um die Eier rum. Genau. Dann mache ich jetzt hier im Wasser auch erstmal eine kleine Plane. So, hier muss Zaun rum. Warte, es muss dann... Okay, und hier kommt keiner mehr durch. Hast du wirklich durchs Wasser durchgebaut? Nee, ich bin gerade dabei. Also ich mache das auch so. Im Wasser bauen. Ja. Im Prinzip, damit die Schildkröten von unten rein können, aber die Füchse und sowas nicht von oben. Genau. Und dann würde ich hier so eine Art... Ich weiß nicht, da habe ich mich jetzt irgendwie verrannt in was. Das sieht nicht hübsch aus. Aber gut. Ach, so eine Art Mauer meinst du? Einfach okay, nur, genau, damit die Dinger nicht reinkommen. Guck mal, die legt gerade Eier. Die hat gerade Eier gelegt. Cool. Warte, hat die nicht schon? Nee, das Ding macht neue. Ja, die viele Eier legt die denn? Eine Menge. Okay. Sehr fleißiger Eierleger. Okay. Hier, zack, zack, zack. Das muss reichen. Besser wird's nicht. So, jetzt einmal hier drauf. So, ich denke, das reicht als Abschirmung vom Festland. Mehr wird der jetzt nicht kommen. Dann können wir den Rest als Zaun machen. Ah, du machst schon Zaun. Ich habe schon hier so eine Art Außengehege, aber das überdache ich quasi. Und ja, ich weiß nicht, was du noch vorhast. Der Part sieht so viel hübscher aus, als der Part, den ich gebaut habe. Ich habe diese Wand hier, habe ich geschaffen. und das ist von dir. Wie kann das sein? Wieso bin ich so schlimm? Hier, esst Seegras. Lecker, lecker, für Seegrasentdecker. Da freuen sie sich. Gefällt es ihnen? Nee, die ist einem weggeschwommen. Die mochte es nicht. Warte, wie kommen wir jetzt hier wieder raus? Schwimmen! Ciao! Alles klar. Super, dann haben wir unsere Mission erfüllt, oder? Oh, die Sonne geht unter! Die Sonne geht unter! Uff, okay. Manja. Wir haben eigenes Haus. Ja, wir haben auch sie keine Betten. Schildkröte, ab ins Schildkröte jetzt rein! Wir haben dir extra einen Unterschlupf gebaut. Jetzt kommt die uns hinterher. So. Vielleicht wegen dem Seetang in der Hand. Schildkröte, jetzt zurück hier. Komm mit, Schildkröte. Hier liegt noch mehr Eier, genau so, bitteschön. Schlüpfen die Eier über Nacht? Ja, die schlüpfen über Nacht, dann kommen Schildkrötenbabys raus, glaube ich. Das ist gut. Können wir noch irgendwas machen? Wir könnten Eisenblöcke machen, um das richtig gut zu verteidigen hier. Okay, alles klar, können wir machen? Ja, lass mit Eisengittern bauen. Oh ja, warte, stimmt. Damit machen wir das hier richtig sicher. Quasi ein Gefängnis für die Schildkröten, aber ein weiser Unterschlupf hier, die freuen sich. Es ist wichtig, damit ihre Babys nicht gefressen werden. Ich habe hier schon wieder mich verrannt. Das sieht nicht hübsch aus. Aber darum geht's nicht. Ja, es geht um den Es soll nicht hübsch aussehen. Genau, richtig. Genau. So, egal, wie es aussieht. Ja, so, gefällt mir. Ja. Leider haben wir auch kein Licht, aber was soll's. Was soll's. Ja, man kann halt nur die drei Items, ne? Ja. Aus Eisen kann man, glaube ich, nicht so gut Licht herstellen. Also, ich wüsste jetzt nicht, wie. Jedenfalls. Nee, ich wüsste auch nicht, wie. Okay. Mach hier mal so. Was wir noch machen könnten... Wir könnten noch eine Tür hier hin machen, dass wir wieder rauskommen und einen Knopf. Das können wir machen mit Holz und das so. Das können wir machen. Oh, machst du eine Tür und einen Knopf? Ich mache eine Tür. Das können wir auch mit Eisen machen. Wir könnten noch eine Eisentür machen, stimmt. Dann ist es wenigstens sicher. Aber ich glaube, Zombies können durch so Holztüren durch, oder? Nee, ja, stimmt. Wenn sie die zerstören, glaube ich schon, ja. Dann ist hier ein Knopf. Hau den mal drinnen ran. Ich habe ihn aus. Tür? Ja, und? Knopf. Ja, wunderbar. Funktioniert? Ja, läuft. Auf jeden Fall. Cool, alles klar. Dann haben wir es geschafft. Würde ich sagen, haben wir unsere Mission erfolgreich erfüllt. Challenge bestanden. Ich habe übrigens die ganze Zeit nur ein halbes Herz. Ich bin hier voll am Schwitzen. Wenn ich irgendwo runterfalle, dann bin ich tot. Aber wir haben es geschafft. Ich habe überlebt. Wir haben ein Haus für die Schildkröten gebaut. Und ich würde sagen, easy, wieso tust du mir das an? Ich hätte nichts sagen sollen. Falls euch das Video gefallen hat, wir haben eine ähnliche Challenge bei der Easy auf dem Kanal gemacht. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann guckt unbedingt da vorbei. Das verlinke ich hier nochmal in der Endcard und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Macht's gut. Ciao. Ciao.